Ich bin euch noch ein Video schuldig, und zwar Red Dot auf der Kurzwaffe, Vor- und Nachteile, ja oder nein? Und darum geht's heute. Ganz kurz zur Vorstellung, das ist meine private Glock, mit der schieße ich. Ist eine Glock 19 MOS mit einem Trichicon RM08, einem Streamlight. Dazu habe ich noch einen ZEV-Abzug und Co-Witness Sights von ZEV, die ein bisschen erhöht sind und ohne Farbe, damit sie da keine Ablenkung vom Red Dot machen. Grundsätzlich, wir werden noch ein Video machen mit Martin von Austria Arms über Red Dots von verschiedenen Herstellern im Allgemeinen, um euch eine Kaufentscheidung vielleicht zu erleichtern. Aber im ersten Video reden wir mal drüber, ist das sinnvoll oder nicht. Wir fangen an mit den Vorteilen am Red Dot. Grundsätzlich eins vorweg, das ist persönlich für mich subjektiv, ich bin Cross-Eye-Dominant. Das heißt, ich schieße mit der rechten Hand, mein dominantes Auge ist aber links. Die meisten Leute sind da relativ synchron, das heißt, ihr rechtes Auge, ihre rechte Hand arbeiten gemeinsam und das linke Auge mit der linken Hand, wenn sie Linkshänder sind. Dann gibt es noch Menschen, die mit beiden Augen gleich gut fokussieren können, die sind aber extrem selten. Wie gesagt, bei mir arbeitet die rechte Hand mit dem linken Auge, aber es ist bei mir so, dass ich mit dem rechten Auge schießen gelernt habe. Mag jetzt gut oder schlecht sein, für mich ist es eine erhebliche Umstellung, wenn ich jetzt mit dem linken Auge umtrainieren müsste, und deshalb schieße ich weiterhin mit dem rechten, weil mein Muskelgedächtnis alles auf das rechte Auge angepasst ist, und da tue ich mir mit einem Red Dot wesentlich leichter. Also das ist mal mein erster Vorteil, den ich aufzählen möchte. Für mich persönlich, Cross-Eye Dominant, ich schieße mit dem rechten Auge, mit dem Red Dot einfach einfacher. Zum nächsten Vorteil, natürlich sehen wir das Red Dot mittlerweile schon auf sehr, sehr vielen Waffen von Sportschützen. Wobei man dazu sagen muss, die haben mittlerweile eine Brücke, das heißt, das Red Dot ist unbeweglich auf dem Griffstück, mit dem Griffstück verbunden, und der Verschluss fährt drunter hin und her, ohne das Red Dot zu bewegen. Bei uns natürlich bewegt sich das Red Dot mit. Ein weiterer Vorteil vielleicht für Behörden jetzt, man kann mit einem Red Dot natürlich, darf es einiges an Training, aber grundsätzlich mit einer Nachtsichtbrille schießen, ging mit Tritiumvisier vorher nicht. Wie gesagt, es ist nicht einfach, aber grundsätzlich möglich. Ein weiterer Punkt ist das Schießen in Bewegung. Wie gesagt, ich trainiere seit einigen Monaten mit dem Red Dot, und wenn ich mich bewege und schieße, also wenn das jemand drauf hat, dann mir persönlich fällt es auf jeden Fall einfacher. Natürlich, selbst wenn die Waffe leicht verkantet ist in der Bewegung, solange der Rotpunkt auf dem Ziel ist, kann ich feuern und der Treffer wird auch im Ziel sein. Der letzte und größte Vorteil, den ich jetzt aufzählen möchte, ist das Fokussieren. Wenn ich eine Bedrohung vor mir habe und meine Waffe ziehe, dann muss ich natürlich, um einen wirklich kontrollierten Schuss abzugeben, meinen Fokus auf das Korn legen. Das heißt, ich sehe das Ziel unscharf, aber mein Korn scharf. Mit dem Rotpunkt ist das jetzt hinfällig. Ich kann nach wie vor das Ziel, egal wie weit es weg ist, scharf im Auge behalten, fahre mit dem Rotpunkt auf das Ziel, auf die Bedrohung, und bin feuerbereit. Das war natürlich wie bei Langwaffen mit Rotpunktvisieren genauso. Ich sehe das Ziel, gehe damit in den Anschlag und bin feuerbereit. Jetzt mit dem Red Dot genau dasselbe. Auch gerade wenn Leute schon Sehschwierigkeiten vielleicht haben, mit weiten Distanzen unscharf sehen. Mittlerweile, man kann sich einfach auf die Bedrohung fokussieren und hat den Rotpunkt im Ziel. Dann kommen wir jetzt zu den zahlreichen Nachteilen an einem Rotpunktvisier. Ganz vorweg, natürlich funktioniert es mit Elektrizität, sprich es ist eine Batterie drinnen und eine Batterie kann ausfallen. Nach Herstellerangaben haben die Rotpunktvisiere circa eine Laufzeit, also eine Batterielaufzeit von 4 Jahren bei dauerhaftem Betrieb. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht ausfallen, aber grundsätzlich ist es natürlich möglich, und ich möchte es erwähnt haben. Ein weiterer Punkt ist mechanisch. Das Rotpunktvisier kann natürlich irgendwie brechen unter gewissen Umständen, wenn ihr billige vielleicht kauft, habe ich das schon gesehen, dass sie teilweise vom Schießen alleine brechen. Mit Trichicon habe ich bis jetzt noch kein Problem und das hält ganz gut. Natürlich kann aber sein, dass die Waffe verschmutzt ist, das Rotpunktvisier verschmutzt ist, und dann habt ihr im schlimmsten Fall nicht einmal das Co-Witness Sight als Backup, weil einfach hier das Sichtfenster zu ist. Dasselbe vereist, oder theoretisch könnte auch ein Regentropfen genau auf diesem Punkt hier fallen, wo quasi der Laser auf die Linse projiziert wird, und dann habt ihr auch ein verschwommenes Bild. Generell
bei Regen habt ihr vielleicht eine harte Zeit, damit gut zu schießen. Und auch, was mir aufgefallen ist, wenn ich, momentan ist es sehr kalt bei uns, wenn ich mit der Waffe raufgehe in die Wohnung, es ist super warm, dann fängt natürlich auch das Glas anzulaufen. Das sind alles Dinge, die man natürlich bedenken muss. Ein weiterer Punkt ist, wenn ihr bei Tageslicht in einen Raum wechselt und andere Lichtverhältnisse vorherrschen, sprich es ist dunkler innen, dann kann es natürlich sein, dass das Red Dot einfach zu hell leuchtet, der Punkt zu groß ist und eventuell euer Ziel vielleicht sogar unkenntlich macht. Da gibt es aber mittlerweile auch schon von Trichicon diese Fiber Optics, die sich quasi automatisch an die Lichtverhältnisse, an die vorherrschenden anpassen. Habe ich selber noch nicht getestet, bin schon gespannt drauf, wie das funktioniert. Ist aber definitiv eine gute Erfindung. Grundsätzlich, wem würde ich ein Red Dot empfehlen? Bei mir persönlich, ich habe das Red Dot jetzt bekommen, aufmontiert und bin auf den Schießplatz und musste feststellen, ich bin überhaupt nicht schneller. Im Gegenteil, ich bin sogar ziemlich langsam teilweise, weil das einfach ein Alles-oder-Nichts-Ding ist. Entweder ihr seht den Punkt sofort, braucht nicht lange visieren und könnt schießen und der Treffer ist auch im Ziel, oder ihr seht den Rotpunkt einfach nicht. Ich habe mittlerweile doch einiges Erfahrung an der Waffe, habe auch ein Muskelgedächtnis gut ausgebildet. Trotzdem bedarf es am Anfang einiges an Umstellung, bis man wirklich das Rotpunktvisier allein hat mit dem Auge. Und wenn man nicht regelmäßig und viel trainiert, glaube ich, ist man mit dem Red Dot nicht super beraten. Warum? Eben, weil ihr eine harte Zeit haben werdet, das Red Dot konsistent immer sofort zu sehen. Ich trainiere jetzt einige Monate schon damit und ich muss auch zugeben, es kommt vor, ganz ehrlich jetzt, hier und da sehe ich das Red Dot nicht. Und ich muss mit Kimme und Korn ein bisschen nachvisieren, bis das Red Dot dann im Fenster auftaucht und ich es auch tatsächlich sehe. Somit Red Dot für Anfänger, nein. Red Dot für Leute, die viel trainieren und wirklich ein konsistentes Muskelgedächtnis ausgebildet haben, absolut gut. Gute Investition. Das war's auch schon mit meinen Vor- und Nachteilen pro und contra Rotpunktvisier auf der Kurzwaffe. Wenn ihr noch Fragen habt, Ergänzungen, hinterlasst sie in den Kommentaren. Wir freuen uns natürlich, wenn euch das Projekt Sapiens Parabellum gefällt. Abonniert, liked und shared unsere Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag noch und danke fürs Zusehen.